er kam, sah und siegte und schoss das 2:1, war ja eine ganz kuriose Szene. Kannst du das Tor nochmal beschreiben? Ja, ich glaube, es war ein Pressschlag. Ich setze gut nach, versuche dann den Ball zu erobern im Pressing. Der Ball springt mir in den Lauf zum Glück. Niklas bleibt auch noch weg, weil er im Abseits stand. Und ja, dann habe ich den Ball ganz gut getroffen, glaube ich. Und zum Glück haben wir das Spiel noch gewonnen. Es war höchst verdient. Okay, zum Glück sagst du, jetzt haben wir das Spiel gewonnen. So dein Gesamtkommentar zum Spiel? Ja, also wir haben ganz gut angefangen. Jeweils in der ersten Halbzeit müssen wir eigentlich schon viel früher in Führung gehen. Kriegen dann einen Elfmeter, kommen aber noch kurz vor der Halbzeit nochmal gut zurück. Machen es 1:1, kommen super aus der Pause, müssen eigentlich in der ersten Viertelstunde dann in der zweiten Hälfte 2-3 Tore machen. Und ja, dann wurde es zerfahren, umso länger das Spiel ging. Und zum Glück haben wir dann am Ende noch das Siegtor geschossen. Ja, Simon, heiße Partie war es. Wie hast du es gesehen? Ja, definitiv bin ich auch der Meinung. Es war, wir sind anfangs ein bisschen schwer reingekommen, haben ein bisschen behäbig, haben wir das Ganze, sind wir das Ganze angegangen. Dann waren wir besser drin, haben es auch meiner Meinung nach recht gut im Griff gehabt. Wir hatten viele Chancen, haben im Endeffekt nicht das Tor gemacht, ärgerlichen Elfmeter bekommen. Aber dann, denke ich, haben wir das Spiel schon in die Hand genommen und haben es dann am Ende auch noch verdient gewonnen. Die rechte Außenposition ist ja nicht unbedingt deine angestammte Position. Hast du dich jetzt damit abgefunden? Ja, definitiv. Also mir ist wichtig, dass ich auf dem Platz stehe. Und egal, wo ich auf dem Platz stehe, versuche ich mein Bestes zu geben. Und ja, ich denke, das klappt dann auch ganz gut. Du wechselst dich immer mit dem Christian ab. Einmal Christian, einmal du. Oder wie sieht das aus? Naja, offiziell gibt's da nicht so Abmachungen. Der Trainer entscheidet im Endeffekt, wer auf dem Platz steht. Ob es da der Heini ist oder ob ich es bin, ist im Endeffekt genau Trainerentscheidung. Aber egal, wer auf dem Platz steht, wir geben beides das Beste. Ja, Erkan Ektaş, Trainer aus Lörrach-Brombach. Engagierter Auftritt Ihrer Mannschaft, aber es hat am Schluss trotzdem nicht ganz gereicht. Ja, im Großen und Ganzen war es ja ein verdienter Sieg von Nöttingen, weil sie auch sehr viele Standards, Eckbälle hatten, ganz klare Torchancen. Aber ist halt ärgerlich, wenn man trotzdem diese Hürde geschafft hat und am Ende eigentlich mit einem eigenen Fehler das Spiel irgendwo verliert. Das ist schade für die Jungs, weil sie wirklich aufopferungsgekämpft haben. Aber trotzdem Glückwunsch an Nöttingen, war ein verdienter Sieg. Eigener Fehler, meinen Sie jetzt die Situation beim 2:1 mit dem Torwart? Ja, grundsätzlich, man darf halt gegen Nöttingen nicht so, gerade in der letzten Reihe, so eine Aktion haben. Aber nichtsdestotrotz, wir gewinnen als Team und verlieren als Team. Und da wollen wir mit keinem irgendwie mit dem Finger drauf zeigen. Jetzt geht's weiter, am Montag trainieren wir und dann Blick auf Reutlingen. Ja, es gibt keine günstigen Momente für ein Tor, aber ich meine, das 1:1 vernötigen durch den Handelfmeter, ja, war natürlich zum denkbar ungünstigsten Zeitpunkt. Ja, ich habe mich schon grundsätzlich Gedanken gemacht, wie tun wir das alles anpassen in der Halbzeitpause. Und natürlich kommt es ungünstig, weil sofort ist es irgendwo in einer Negativspirale, wo man die Jungs in der Kabine dann erreicht. Aber nichtsdestotrotz haben wir nochmal wirklich gute 35 Minuten gegen Nöttingen gespielt, haben auch ein paar gefährliche Aktionen. Wenn wir sie ein bisschen sauberer zu Ende spielen, könnte es noch spannend hinten raus sein. Okay. Herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben und gute Heimfahrt an die Schweizer Grenze. Ja, vielen Dank. Ja, Markus, 2:1 gewonnen. War es der erwartet schwere Arbeitssieg? Es war auf jeden Fall ein Arbeitssieg. Es ist uns auch heute sehr schwer gefallen. Es ging uns nicht so einfach von der Hand. Das hat man auch in der ersten Halbzeit schon gemerkt. Waren in der einen oder anderen Situation sicherlich unkonzentriert. So auch konnte Lörrach in Führung gehen. Wir waren auch nicht so lauffreudig, wie wir es eigentlich von uns gewohnt waren. Deswegen haben wir es im Gegner auch ein bisschen einfach gemacht, ins Spiel zu kommen. Der hat es angenommen, konnte dann kurz vor der Halbzeit Gott sei Dank den Ausgleich gestalten. Und ich denke, wir hatten unsere beste Phase, die 10 Minuten zu Beginn der zweiten Halbzeit, wo wir dann wirklich auch Tempo hatten, wo Niklas zwei wirklich tolle Torchancen hatte. Wenn wir da vielleicht 2:1 in Führung gehen, tun wir uns ein Stück weit einfacher. Dann wird es zäh hinten raus, weil die Zeit rendiert davon. Aber es spricht dann doch für die Qualität von uns, dass wir dann so ein Spiel dann doch noch entscheiden können. Du hast gesagt, schwer gefallen. Was ist uns heute schwer gefallen? Ich glaube, diese Passsicherheit und auch mit wenig Kontakten zu spielen, auch immer in die Lücken wieder zu laufen, auch Lücken zu reißen, was bei uns eigentlich immer so automatisiert mit drin war, das ging uns heute nicht so leicht von der Hand. Da hat jeder auch ein bisschen mit sich gekämpft, obwohl auch die Trainingsleistung unter der Woche brutal gut war. Es lag auch nicht an der Einstellung oder so, die war 100% gegeben, aber man hat irgendwie gemerkt, heute ist es nicht ganz so einfach und dann muss man dagegen ankämpfen. Ich denke, das haben wir
zumindest getan und haben das Spiel dann natürlich auch nicht unverdient dann nachher noch gewonnen, aber es ist halt, wenn die Zeit dann so dahin rinnt und das Spiel steht auf Messerschneide, dann musst du es gewinnen, wenn du oben dabei bleiben willst. Das haben wir geschafft, das ist eine gewisse Qualität, jetzt wissen wir das auch und es ist ganz gut, auch im Hinblick auf das Spiel bei den Stuttgarter Kickers. Ja, du hast angesprochen, nächste Woche haben wir jetzt das erwartet schwere und aber auch schöne Spitzenspiel auf Degerlochshöhen. Letzte Woche Freiberg, jetzt kommt der nächste Hochkaräter. Was denkst du über die Stuttgarter Kickers, deren Tabellenplatz etc. etc. und unsere Chancen? Ich weiß jetzt nicht, wie sie heute gespielt haben. Deswegen, es stand mal 0-4. Aber ob es Endergebnis ist, weiß ich nicht. Nein, das ist klar. Stuttgarter Kickers will natürlich die Liga nach oben verlassen. Die wollen und müssen mit Sicherheit in die Regionalliga. Ich glaube, da liegt der Druck mehr auf Seiten der Kickers. Wir fahren dahin wie nach Freiberg auch. Wir wissen, dass wir gegen jede Mannschaft eine Chance haben. Wir werden jetzt schauen, dass wir die richtigen Erkenntnisse diese Woche zusammentragen und dann versuchen, das so umzusetzen, dass wir ähnlich erfolgreich sein können wie auch gegen Freiberg. Okay, herzlichen Dank, Markus. Und jetzt toi 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 für die nächste Trainingswoche und natürlich dann in Stuttgart.